Servus, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Eaton. Mein Name ist Roland Eberhardt und heute geht es um das Thema Sound Upgrade für Mercedes-Fahrzeuge. Wir beginnen mit dem UG-MB195L, ein Plug-and-Play-Subwoofer-Set für Linkslenkerfahrzeuge mit einem 195 mm glasfaserverstärkten Polyamidkorb, einer luftgetrockneten, handbeschichteten Papiermembran, das Ganze natürlich mit passenden Mercedes-Anschlussstecker und einem leistungsstarken Neodym-Antrieb. Die Lautsprecher haben eine Impedanz von 2 Ohm und eine Nennbelastbarkeit von 150 Watt. Das Ganze natürlich made in Germany. Übrigens, für Rechtslenkerfahrzeuge gibt es natürlich dieses Set auch als UG-MB195R. Weiter geht es mit dem UG-MB100F. Ein Zweiwege-Plug-and-Play-Frontsystem bestehend aus einem speziell abgestimmten 100 mm Mitteltöner, ebenfalls mit glasfaserverstärktem Polyamidkorb, einer verrippten Papiermembran und einem starken Neodymantrieb mit Kernbohrung. Der Mitteltöner hat eine Impedanz von 4 Ohm und eine Musikbelastbarkeit von 50 Watt. Der handbeschichtete 25 mm Gewebehochtöner verfügt über ein Koppelvolumen und ebenso wie der Mitteltöner über passgenaue Anschlussstecker. Wir bleiben im vorderen Bereich des Fahrzeugs und machen weiter mit dem UG-MB100CNX, dem Single Center Lautsprecher, einem speziell abgestimmten 100 mm Mitteltöner, ebenfalls mit glasfaserverstärktem Polyamidkorb, einer verrippten Papiermembran und einem starken Neodymantrieb mit Kernbohrung. Ergänzend haben wir hier einen 15 mm integrierten Aluminiumhochtöner und selbstverständlich ebenfalls die passgenauen Anschlussstecker. Für den hinteren Bereich des Fahrzeugs gibt es zwei verschiedene Lautsprechersysteme. Zum einen das UG-MB100RX, ein Koaxiallautsprechersystem, welches in den hinteren Türen installiert wird. Und dazu noch das UG-MB100PX, welches im Bereich der C-Säule eingebaut wird. Für den Anschluss der Lautsprecher gibt es verschiedene Möglichkeiten. Falls diese ohne einen externen Verstärker, also passiv betrieben werden sollten, benötigen wir das UG-MB-XLP als Tiefpassweiche oder das UG-MB-XHP als Hochpassweiche. Die Weichen dienen dazu, dass die Tieftöner nur die tiefen Frequenzen bekommen und die Mittelhochtöner auch nur die hohen Frequenzen. Zum bequemen Anschluss eines Nachrüstverstärkers gibt es das UG-MB-ACC, das Amplifier Connection Cable. Mit diesem Kabelsatz kann das Audiosignal ganz einfach an der serienseitigen Head-Unit abgegriffen werden und zum Verstärker bzw. zu den einzelnen Lautsprechern geführt werden. Der große Vorteil, es muss nichts am fahrzeugseitigen Kabelbaum verändert werden. Der Verstärker kann dann ganz einfach im hinteren Bereich des Fahrzeugs montiert werden, beispielsweise hinter der Seitenverkleidung oder in der Reserveradmulde. Wer lediglich die beiden Subwoofer des Fahrzeugs tauschen möchte und diese über einen externen Verstärker betreiben möchte, der kann natürlich auch auf das UG-MB-ACC verzichten und den zweiten Subwoofer mit dem SCC anschließen, dem Subwoofer Connection Cable. Soviel zur Theorie, weiter geht's in der Werkstatt, wo wir die eben vorgestellten Komponenten montieren werden. Wir sind in der Werkstatt und hier steht unser heutiges Einbauprojekt. Ein Mercedes, ein T-Modell, ein Kombi und wir haben schon mal unsere ganzen Produkte hier aufgereiht und werden die jetzt gemeinsam mit euch einbauen. Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Produkten werden wir noch einen Eaton Stealth 7.1 DSP installieren. Das heißt, den Verstärker mit integriertem digitalen Soundprozessor aus dem Hause Eaton. Die Batterie ist abgeklemmt,
jetzt kann es richtig losgehen. Wir beginnen hier vorne an der Türe und tauschen unsere Türlautsprecher. Dazu muss aber erstmal die Verkleidung hier ab. Und das ist gar nicht so schwierig. Wir brauchen eigentlich nur einen T30 Torx-Schraubenzieher. Und wir haben hier zwei Schrauben. Eine hier oben am Griff und eine ganz unten hier ein bisschen weiter drin. Da müsst ihr am besten mal mit der Taschenlampe erstmal reinleuchten. Die beiden Schrauben, die müssen raus. Und dann können wir die Türverkleidung ganz einfach hier mit so einem Montagekeil vorsichtig lösen. Die Türverkleidung ist ab. Jetzt können wir die Lautsprecher tauschen. Hier sitzt unser Mitteltonlautsprecher und der Hochtöner ist da oben im Spiegeldreieck. Das war ja einfach. Die originalen Lautsprecher sind draußen. Jetzt können wir unser UG-MB100F installieren, welches wir schon mal hier parat gelegt haben. Bereits optisch sind natürlich ja deutliche Unterschiede zu sehen und klanglich sind die Unterschiede umso größer. Also los geht's, Lautsprecher rein und alles wieder zusammenbauen. Jetzt kommt die mitgelieferte Frequenzweiche ins Spiel. Die wird ganz einfach hier am Kabel, das ursprünglich zum Mitteltöner geht, angesteckt. Und dann haben wir hier die Ausgänge für unseren Hochtöner und für unseren Mitteltöner. Von den vorderen geht es zu den hinteren Türen. Eigentlich im Endeffekt das gleiche Prinzip wie vorne. Zweimal T30 Torx, den wir hier lösen müssen und dann vorsichtig die Türverkleidung abhebeln. Auch hier ist das Ausbauen und das Montieren des Lautsprechers sehr einfach. Er wird einfach nur in die Türverkleidung reingedrückt. Einen Unterschied sehen wir schon mal hier gleich. Der Originallautsprecher verfügt über keinen Hochtöner. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Koaxialsystem, das heißt Mitteltöner und Hochtöner integriert. Und deshalb muss auch hier hinten an der Türe wieder die mitgelieferte Frequenzweiche angeschlossen werden.
Und der nächste Step ist vollbracht. Türverkleidung ist wieder dran, Lautsprecher sind drin. Jetzt gehen wir wieder nach vorne, denn wir müssen uns jetzt hier um den Fußraum, um den Tieftonbereich kümmern. Das heißt, die Bässe werden jetzt noch getauscht. Wir sind wieder im vorderen Bereich des Fahrzeugs angekommen und jetzt geht es aber richtig in die Vollen. Denn wir müssen hier nicht nur die Bässe installieren im Fußraum, sondern auch die gesamte Verkabelung für unseren DSP-Verstärker, für unsere Stealth 7.1. Das heißt, jetzt holen wir uns ein bisschen Unterstützung und dann wird hier mal ordentlich alles zerlegt. Und ich würde sagen, los geht's. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, denn um an die Bässe im Fußraum zu kommen, muss einiges zerlegt werden. Unter anderem muss der Sitz gelöst werden, den habe ich jetzt hier schon mal sozusagen demontiert. Vorne zwei Schrauben, hinten zwei Schrauben und dann muss das Ganze hier ganz nach hinten, damit der hochgekippt werden kann, denn ich muss den Teppich hier ausbauen und der geht bis unter die vorderen Befestigungspunkte vom Sitz. Damit es auf der anderen Seite ein bisschen schneller geht, hole ich einfach mal jetzt den Konstantin her, der hilft uns ein bisschen und dann geht es ein bisschen schneller. Ich habe in der Zwischenzeit einfach schon mal die Einstiegsleiste hier noch weggemacht und die Verkleidung hier oberhalb der Pedale, denn auch die ist uns im Weg, weil wir ja schließlich den vorderen Teppich rausmachen müssen. Das heißt, hier auch einfach mit einigen Schrauben befestigt und ein paar Stecker, die man ausstecken muss, die hängen jetzt hier. Und jetzt komme ich an den Teppich ran, denn der muss jetzt raus. Kleiner Nachtrag, das Gaspedal, das ist auch noch im Weg. Das ist aber nur mit zwei Schrauben befestigt. Die machen wir uns einfach raus und dann stecken wir das aus. Und dann sollte dem Ausbau des Teppichs nicht mehr viel im Wege stehen. Okay, Gaspedal ist draußen. Und jetzt sollte eigentlich der Teppich sich lösen lassen. Okay, bei mir sieht das wesentlich unspektakulärer aus, wie ich gerade eben schon gesagt habe, da ist nämlich gar nichts drin, nur ein Kunststoffdeckel und glücklicherweise haben wir aber den Platz, wo unser Basslautsprecher montiert wird, haben wir jetzt schon, das heißt raus mit dem Plastik, rein mit dem Sound. Bevor wir die UGMB 195L Basslautsprecher hier im Fahrzeug installieren können, brauchen wir noch eine Kleinigkeit von den originalen Lautsprechern. Man sieht hier auf der Rückseite hier ist so dieser Kunststoffkorb hier mit dem Dämmvlies hier. Den müssen wir einfach hier ausklipsen. Da sind drei so Clips dran. Dann kommt das Ding hier raus. Na, jawohl. Und das Ding hier, das muss jetzt hier einfach an den Eaton-Lautsprecher hinten ran eingeklipst werden. Da wir hier bisher natürlich keinen Tieftonlautsprecher in dem Fahrerfußraum hatten, ist natürlich auch dieses Teil mit dem Dämmvlies nicht vorhanden. Das heißt, in diesem Fall müsst ihr also das bei eurem Mercedes-Händler nachbestellen. Die Teilenummer dazu gibt es unten in der Beschreibung von dem Video und dann könnt ihr das nämlich auch ganz einfach hier an die Rückseite des Eaton Basslautsprechers anklipsen. Auch wenn es aktuell ein bisschen nach Schlachtfeld aussieht, läuft alles nach Plan. Wir haben das Fahrzeug innen ziemlich zerlegt, aber wir müssen noch mehr zerlegen, bevor wir wieder alles zusammenbauen können. Aus dem einfachen Grund, wir haben hier unser MBACC, unser Amplifier Connection Cable und das muss natürlich noch hier an der Head Unit angeschlossen werden und auch die Leitungen zum Center Lautsprecher und zu den beiden Bässen im Fußraum, die müssen jetzt verlegt werden. Dann kommt das Ganze natürlich nach hinten, wo dann unsere Stealth 7.1 DSP Endstufe Platz nehmen wird. Das Zerlegen der Mittelkonsole ist bei den Autos hier eigentlich im Prinzip mehr oder weniger gleich. Manchmal
ist die Konsole nur geklipst. Hier haben wir also in dem Fall aber auch noch zwei Schrauben, die sich hier unter diesen Gummihütchen, Pöbeln hier verstecken. Das heißt, einfach hier die beiden Schrauben lösen. Das sind 15er Torx. Dann kommt hier diese Verriegelung raus und siehe da, die nächsten Schrauben, nochmal zwei 15er Torx, die dann raus müssen. Und schon kann ich hier die Mittelkonsole einfach anheben und nach hinten herausziehen. Die Mittelkonsole ist draußen und auch wenn es jetzt gerade im Moment ein bisschen verheerend aussieht, das soll so sein, denn wir müssen nämlich daran. Das ist nämlich unsere Head Unit, sozusagen unser Autoradio. Das müssen wir uns einfach rausschrauben, da hat es rechts und links zwei Schrauben und dann kommen wir hinten an die Anschlüsse ran. Und das heißt, wir müssen hier diese Steckerkammer, die müssen wir hier auspinnen, denn da muss jetzt einfach unser MB-ACC-Adapterkabel einfach eingepinnt werden. Und das heißt, wir müssen das aber erstmal hier unten hochziehen. So, die Steckerkammer hier von unserem Adapterkabelsatz wird jetzt hier einfach reingesteckt und die beiden verbleibenden Enden werden dann hier einfach miteinander verbunden. Okay, soweit so gut. Mittlerweile haben wir hier oben den Center-Lautsprecher ausgebaut, haben die Verkleidung ausgeklipst, den Originallautsprecher entfernt. Und jetzt, bevor wir den neuen Center einbauen können, müssen wir auch das Kabel von der mitgelieferten Frequenzweiche hier hinten durchziehen, denn da ist ja schließlich unser Anschlusskabel, welches dann nach hinten zur Endstufe geht. Also, jetzt müssen wir hier das Anschlusskabel eingangsseitig von der Frequenzweiche hier mit dem MB-ACC-Stecker, der für den Center ist, das steht hier wie gesagt immer auch beschriftet, hier steht Center auf dem kleinen Schildchen, man kann es wahrscheinlich nicht lesen, wird einfach eingesteckt. Zack. Wir haben das Kabel zum Center-Lautsprecher jetzt durchgezogen. Das heißt, jetzt können wir den neuen Lautsprecher anstecken und da gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Hier haben wir die beiden Kabel, die zu unserem Center-Lautsprecher gehören. Blau zu blau ist der Hochtöner. Na. Und dann haben wir hier zwei weitere Anschlüsse. In einen der beiden passt hier unser Mitteltonanschluss. Das kann man also auch gar nicht falsch einstecken. So. Und der andere Anschluss ist für das fahrzeugseitige SOS-Notrufsystem. So. Alle drei Kabel eingesteckt, das heißt, jetzt können wir den Lautsprecher einfach hier wieder reindrücken. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon den Schaumstoffring aufgeklebt, der beim Lautsprecher mitgeliefert war. Und wir haben auch noch hier dieses tolle Ding hier. Das kommt einfach hier in diese große Öffnung rein, damit das also auch noch zugemacht wird. Okay, Center ist drin, das heißt, wir können jetzt einfach hier wieder die Abdeckung drauf machen und dann sind wir hier oben schon mal fertig. Mittlerweile sind wir wieder im Kofferraum angekommen und hier ist auch schon unsere Eaton Stealth 7.1 DSP-Endstufe eingezogen. Wir haben die Leitungen, wie man sieht, bereits nach hinten gezogen. Die Leitungen für Strom, die dann direkt vor zur Batterie gehen. Und die Masse ist angeschlossen. Und natürlich unser MB-ACC, das Amplifier Connection Cable, ist hier auch jetzt komplett schon angeschlossen. Die Fahrzeugbatterie, die haben wir auch schon angeklemmt. Und jetzt kommt der große Moment. Soundcheck. Wow,
Wie Sie hören, hören Sie was. Das heißt, unser Soundcheck war erfolgreich. Es funktioniert alles, wie es sein soll. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ja inzwischen schon einige von diesen Eaton Upgrade Soundsystemen gehört und ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wie gut das hier klingt. Und das Tolle ist, ja, man muss eigentlich gar nicht selber so viel tun, denn wir haben hier natürlich für dieses Fahrzeug ein vorbereitetes Preset, das man natürlich hier auf die DSP-Endstufe, auf die Stealth 7.1 aufspielen kann. Das heißt, die Einstellungen sind schon hier auf die Akustik des Fahrzeugs angepasst. Das heißt, im Endeffekt, ja, alles einbauen, so wie wir es heute gemacht haben, das Preset aufspielen und einfach richtig Spaß haben. Und das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende des heutigen Videos angelangt. Im Namen der Firma Eaton bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch und ein Abo natürlich dalassen. Und Links zu den gezeigten Produkten gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Klappe.